Ganzen Schüssigkeit ein paar der Liebe. Ihr Kaiserpaar des Klos. Bin Ja. raus jetzt mal gleich ein bisschen Süben, Real-Life machen. kleiner Das Ding Tod. bringt mich nochmal um. Tja. So Dann vielen lieben Dank, dass du da warst, Iron. Und dir viel Spaß Gongaokashina. bei dem, Ore tachi ga das, Shizuru was ni kita du kara kyokko Real-Life katsura. nennst. Ikura Was auch nanda immer mo das hira sein wo motte mag. ii hatta. Berichte uns vom So Real-Life. ka. Karaguri wa chigatta mon ne. Atarimae sugite wasurete ta. Ano ne. Shizurodia ni wa yoru shika nai no. Ne? Mukashi kara so. Asa ga kite mo keshite akaruku wa naranai. Yoga akenai? Sore wa Lena no shiwaza nano ka? Nan datte sonna koto ni? Mochiron Lena no sei da yo. Demo tabun setsumei suru yori Shizuroden ni itta hou ga nattoku shite moraeru to omou. Wakatta. Daga ima wa Jilfa no koto ga saki da. Das ist halt keine Falle und keine Übung. Einfach laufen und nicht zurückschauen. Ja. Wir laufen so schnell wir können. Wir versprechen es dir, Iron. Wir versprechen es dir. Oh, Dufte, ich bin doch auch noch da. Rinwels Talent, Magieaufladung, Teil 1. Halte die Art-Taste gedrückt, während du einen Astro-Art wirkst, um die Aktivierung zu verzögern, bis du loslässt. Drücke in diesem Zustand auch Q, um es für später aufzubewahren und aufzuladen. Aufgeladene Arts werden beim nächsten Angriff oder Art aktiviert und können Teile von Kombos sein. Wirkst du das gleiche Art, das derzeit aufgeladen ist, können sie sich zu einem höherrangigen Zauber verbinden. Dabei entstehen möglicherweise Arts, die Rinwill noch nicht gelernt hat oder nur durch bestimmte Kombinationen wirken kann. Also experimentiere herum und probiere aus, zu welchem Ergebnis unterschiedliche Kombinationen führen. Ja, geht es nicht so gut und ich muss mich besser um ihn kümmern. Ich stift gerade. Ach ja, die Männergriffe. Wenn Männer krank sind. Uti gibt dir Bescheid, wenn sich eine Eule auf deiner Karte befindet. Ein Tipp, je näher die Eule ist, desto mehr reagiert Huttl. Wie geil. Ah, okay, jetzt haben wir sie auch mit drin. Okay, Donnerklinge. Der Schaden an Schwachpunkten. Ja, nehmen wir doch das erstmal. Uns auch noch was. So, dann hätten wir ja jetzt erstmal. Das hatte ich ja hier auch noch alles, ne? Gott, warum habe ich so viel? So. Kostümbonus. Bis jetzt habe ich da schon ein zu viel. Mit Zitrone gibt es ein gutes Essen. Oh, Spinatkartoffeln und Ei. Oh, das ist so lecker. Das hat mir meine Großmutter immer gemacht. Es gibt nichts Leckeres als Spinat, Kartoffeln und dazu ein Ei. Oh, das ist so. Oh Gott. Iron, ich komme zum Essen. Mach mir was mit, ich bin gleich da. Wenn ein Delfin kifft, ist er dann high. Der ist gut. Der ist gut. Der ist echt gut.
Also das ist für die Männer. Hier brauche ich nur das Weibliche. Mein Krankheit schmeckt mir nicht so viel. Das ist das Schlimme daran, wenn man krank ist. Du kriegst, wenn du krank bist, so die leckersten Sachen quasi vorgesetzt und du schmeckst einfach nichts. So. Dann will ich mir mal angucken, was sie tragen kann. Das ist süß. Also ich werde ihre Sachen noch nicht tauschen. Ceremonielle Eulentracht. Ja, es gibt schon coole Sachen, ne? Linker schwarzer Flügel, rechter schwarzer Flügel, weißer Flügel, rechter. Nee, ich glaube, sie kriegt nichts. Aber sie kriegt das Eulenbuch. Hab man sowieso zu viel. Morgen gibt es Schnitzel, Stampfkartoffeln, Böhnchen, Erbsen und Möhrchen bei meiner Mutter. Oh, ja, da komme ich auch mit zum Essen. Oh, ich liebe Essen. Essen ist geil. Fragenmäßig nach Sephir. Okay. Alpha mag ich. Darf ich es behalten? Nur wenn Aaron das möchte, Dufte. Nur wenn Aaron das möchte. Dann ja. Dann ja. Ich hab hier gerade... Ah ne, doch nicht. Die laufen mir doch nicht hinterher. Noch hat er Geschmack. Er hat dieses Schlapphals, die er gerade hat. Was soll's? Er hat ja Urlaub. Oh Gott, krank sein im Urlaub. Das ist ja noch schlimmer. Krank sein im Urlaub ist scheiße. Nennt man einen Ritter ohne Helm. hab ich mich vorher recht? Nee, eingedeckt ist meine Sache. Na, ich glaube, richtiges Mitspracherecht hast du nicht mehr, Iron. Ich glaube, das Mitspracherecht hast du verwirkt. Habe ein Brötchen angerufen, war belegt. Das arme Brötchen. Da! Eule! Nein, es gibt eine Augenklappe. Oh mein Gott, es gibt eine Augenklappe. Augenklappe! Wie geil. Wir kriegen eine Augenklappe. Die Eule ist mega cool. Das vereinfacht uns die Suche ja echt. Wir haben 9 Eulen. Wie beim Bäcker immer nur Mehlbox drin. Hm, die gute alte Mehlbox. Ich bin fett und ich mache Witze darüber. Oh, der ist mies. Nee, Murano Hitoni Hanashi
どうせ私たちのことは知られているんだから、こそこそするのは無意味よ。まだ敵がいるかもしれないぞ。だったら小屋まで追ってきたはずよ。ここにもう敵はいないわ。さっさと住民に話を聞くわよ。いつもあんな調子なの？よく一緒にいられるね。まったくだ。村の人に話を聞いてみようよ。Sprechen wir mal mit den Leutchen, ne? Na? Du siehst echt nervös aus, Kleiner. Was ist denn los? Der Professor ein Brötchen schmiert, ist es dann wissenschaftlich belegt. Stimmt, das ist das. Boy. Du denkst doch nicht einfach drüber nach, jemanden zu verpfeifen, hoffe ich. Oder hast du Angst, dass sich jemand meldet? Nein, das ist es nicht. Flacher Friesland. Wo drückt denn dann der Schuh? Das Zeuge, sie sind... Achso, die Zeuge. Sie sind was? Im Weg und... Jetzt schweigt er wieder. Sie sind am Weg und du wolltest außerhalb des Dorfes irgendwo hin. Aber die Leute hier dürfen sich nicht frei bewegen. Ich bin mir nicht sicher, ob er so etwas Gefährliches vorhatte. Sofern er nicht einen wirklich guten Grund dafür hatte. Er will vermutlich nicht mit uns sprechen, weil wir völlig Fremde sind. Ich glaube aber nicht, dass er ein unartiges Kind ist. In dem Fall... Wir müssen etwas unternehmen. Yes. Also gut, wir kümmern uns um dein Zirkelproblem. Ach ja? Aber klar, wir erledigen die Zirkel, die um das Dorf herumstreuen. Was immer er vorhat, es kann ja nicht schaden, wenn wir sie für ihn erledigen, oder? Ich glaube... Oh. Schon okay, wir wollen es tun. Du musst uns nichts verraten, was du nicht willst. Okay. Wir machen Zwerge, wenn sie Fußball spielen. Das Gras kitzelt an ihren... Stell mir, das ist gerade was er ne, wirklich vor. Oh, Scheiße. Okay, gut. Logisch. Mezai 22。ihr seht mir ja ziemlich verdächtig aus. Ich sehe euch sofort an, dass ihr nicht aus diesen Breiten stammt. Normalerweise würde ich euch sofort dem Amt melden und die Sache ist erledigt. Was soll ich bloß tun? Hör mal, wir wollen keinen Ärger machen. Können wir dich vielleicht irgendwie überzeugen, dass du Stillschweigen bewahrst? Tja, das Amt zahlt hübsche Sümpchen an Tippgeber. Was habt ihr mir zu bieten? Wie war das? Wir müssen dir überhaupt nichts geben. Und glaub mir, es gibt viele andere Möglichkeiten, dich zum Schweigen zu bringen. Ruhig, Shion. Ruhig? Ich gebe dir gleich Ruhe. Also gut, was willst du? Na, mal sehen. Oh. Ich weiß, ich könnte etwas Essen brauchen. Wie wär's, wenn ihr mir etwas Obst und Gemüse bringt? Oh mein Gott, diese Lache. Und ich meine nicht das welke Zeug, das hier wächst. Ich rede von frischen, wilden Sachen, die außerhalb zu finden sind. Kopfsalat und Äpfel überreicht. Reicht dir das? Oh. Ah, du hast Essen für mich, hm? Na los doch. Mach hin und lass es rüberwachsen. Du versprichst, dass du jetzt Stillschweige über uns bewahrst? Was? Achso, ja, ich sag's niemandem. Ich schwöre. Ihr könnt auf mich zählen, oh Gott. Irgendwas kommt mir an der Sache dubios vor. Warum hast du so darauf bestanden, dass die Sachen von außerhalb des Dorfes stammen, wenn du sie hier selbst anbauen kannst? Oh? Ich hab's euch doch gesagt, die Windsachen sind viel frischer. Der Boden hier ist so ziemlich wertlos. Das Problem ist, wir dürfen das Dorf nicht einfach verlassen, wann immer wir wollen.
Außerdem wimmelt das da draußen von Zeugeln. Also durften wir für dich unseren Hals riskieren? Wow, du bist ein feiner Kerl. Na dann, viel Erfolg mit dem Essen, würde ich sagen. Ah? Was? Wer hat denn was von Essen gesagt? Sei nicht albern, ich werde das alles nicht einfach aufessen. Hm? Aber wenn du es nicht isst, wofür brauchst du es dann? Na, ich werde alles verkaufen, ist doch logisch. Hast du eine Ahnung, was hier für eine Nachfrage an frischem Essen herrscht? Ja, na toll, jetzt fühle ich mich echt mies, dass wir dem Halunken geholfen haben. Das Reich hat echt noch eine Menge Probleme zu lösen. Ja. Wenn du niest und im gleichen Moment pupst, macht dein Körper einen Screenshot. あんな風になってしまうのか。いや、カード、こっきりです。ふみ、厳しい寒さが住む人の心まで凍てつかせているみたいだわ。そうそう、ちょっと、何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 、
VIP war das, ne? Warte mal. Also verstehe ich das richtig? Du hast das für Iron ausgegeben? Wenn ich die Seite jetzt hier mal auftun würde, wäre das super. So, So. Ja! Iron, du bist jetzt für einen Monat VIP. Mehr Leuchten im Chat. you. Iron ist verwirrt. Irgendwas hat sich gerade verstellt. Warte mal. So. Ah, Mist! Scheiße, jetzt sehe ich den Chat nicht mehr. So. Bräuchte keine Pflege. Oder hockt schon wieder am PC. Ja, siehst du, da kannst du länger bei uns bleiben, Iron. Kannst du länger bei uns bleiben. Oh Mann. Oh Mann. Warte, eine ganz kurze Mod-Angelegenheit. So. Mod-Angelegenheit beendet. So. Aber das mit dem Hund streichen halt, wäre halt auch mega cool gewesen, aber. Die Hunde wollen nicht gestreichelt werden. Aber die Tiere sehen echt so leicht creepy aus, oder? Ich spreche drei Sprachen fließend. Deutsch, Ironie und Sarkasmus. Ich auch. Ich auch. Ah, hier bist du. Oh. Hey Kumpel, wenn es keine zu große Blitze ist, meinst du, du könntest etwas Schigan, Bären? Hm? Was? Rinwill, hast du eine Ahnung, wovon der Typ spricht? Ich glaube, er redet von Alkohol. Natürlich meine ich Alkohol. Was denn sonst? Warte mal, ihr seid nicht aus der Gegend hier, hm? Ha. An eurer Stelle würde ich hier ganz schnell die Biege machen, bevor euch jemand meldet. Na, bei dem ist die Stimmung aber schnell umgeschlagen. Man kann es ihm nicht vorwerfen. Die Leute hier wachsen damit auf, dass man die eigenen Nachbarn verdächtigt. Ganzes Schweigen von Fremden. Wofür brauchst du dieses... ihn zurückgebaut. Hm? Na, ob die Strahlaugen den Laden führen oder nicht, ich muss doch irgendwie das Essen auf den Tisch bringen. Und oder das erfriere ich noch bei der Arbeit in dieser Eiskälte. Du willst hier also nicht nur glücklich saufen, du willst damit gegen die Kälte ankämpfen? Frisches kommt nach Hause. Wenn man Ernst-Ironie findet, springt das Universum. Ja, die Tiere sehen echt creepy aus. Direkt aus dem Scary-Movie-Film. Ja, ist so, ne?
Das ist so mega unheimlich. Also die Hühner gehen ja noch. Der Hund, der eine war ja auch okay, aber das Pferd und die Kuh? Das war seltsam. Du willst dich also nicht nur. Achso ja, du willst dich nicht nur glücklich saufen, du willst damit gegen die Kälte kämpfen. Wir haben leider keinen dabei. Können wir dir vielleicht anderweitig helfen? Das war ein Ochs. Ja gut, da war es halt ein Ochs. Ochse, Kuh, Rindvieh, alles das gleiche. Es hat vier Hufe. Wir wollen auch nichts dafür zurück. Wir wollen einfach helfen. Meint ihr das ernst? In dem Fall könntet ihr mir vielleicht die Zutaten besorgen, um ihn zu brauen. Alles, was ich brauche, könnt ihr von Zeugern erlangen. Ich wusste gar nicht, dass man aus Zeugerteilen Alkohol herstellen kann. Die Leute sind echt erfinderisch. Wir machen uns auf die Jagd. Wir haben nicht, was du brauchst, aber kannst du so lange warten, bis wir es gefunden haben? Ist ja nicht so, als hätte ich eine Wahl. Aber seid ihr sicher, dass ihr helfen wollt? Es bleibt nicht aus, dass ihr euch mit Zeugen anlegt. Wir können nicht einfach mit ansehen, wie du Hilfe brauchst. Ich hätte ein schlechtes Gewissen, dich in der Not allein zu lassen. Und gegen ein paar Zeuge zu kämpfen, wäre mir jederzeit lieber, als in diesem Klima hier den Boden umzufliegen. Dann strich ist alles besser. Ja, voll geil, ja. Der gerade angenommene Quest. Anzeige Priorität geben. Ja, komm. Wenn Bananenplantagen auf einer Bananenplantage schreiben. Bananenplantage. Oh Gott. Dufte. Oh. Mann. Ja, Kopfschmerzen bei. Oh. Okay, da müssten wir hin. Aber ich würde vorher gerne erstmal die Nebenquest machen. Die Hühnchen gehen! Guck uns nicht in diesem Ton an. Ich dachte noch was sagen. Der hier geht ja. Der geht. Er bellt zwar stumm, aber er geht. Die Leserlichkeit sollte man. Uppercase. Standard anfühlen. Macht mich fertig. Ihr macht mich echt fertig. Ich glaube, bevor wir die Nebenquest machen, gehe ich nochmal ganz kurz was zu trinken holen. Kann ich nämlich die eine Ursaftflasche nochmal wegbringen. Und kann nochmal kurz pinkeln gehen. Das Gegenteil von Japanisch eigentlich nein entspannt. Das heißt, jedes Wort abtrennen. Na dann. So, ich bin gleich wieder da. Ich beeile mich. Der Ursache. Strong to live, the weakness to hide.